Und hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Star Wars The Old Republic Dunkle Seite Folge 26 aktuell. Okay, ihr hört jetzt gerade im Hintergrund das Overlay von Shakes and Fidgets. Gerade wurde aktuell eine laufende Mission abgeschlossen. Ja, wir haben auch eine neue Nachricht in unserem Postfach. Wahrscheinlich nichts Besonderes. Ich habe trotzdem Schalters Kraft, nehme die persönliche Fähre zum Elysium und infiltriere den Planetierthronsaal. Wir haben ja im letzten Part Dingens, Kirschens, Organe erledigt. Von daher, was haben wir denn noch zur Auswahl? Ich wollte ja als nächstes eigentlich, Dienstauszeichnung in den Hallen des Elysiums. Und danach den Thronsaal machen. Ne? Also das heißt zuerst das hier und dann das hier. Wobei ich mir jetzt gedacht habe, Königsmord, das ist... Naja, okay, du hast die Bedrohung durch Haus Ulgus, Taranta, Reiter abgewendet. Warte mal, und Darth Victus hatte ich mit Lord Auren Pantier. Genau, die Zeit ist gekommen, mit dem Boris Ulgo ausgerechnet das Haus der Panthier wieder an die Macht zu bringen. Genau, Panthier hatte ich gebeten, Boris Ulgo in Gewahrsam zu nehmen, mit dem Prozess machen kann. Darth Victus geht durch die Verteidigung bis zum Thronsaal vor. Ja, für mich hört sich das an, als wäre das hier der Schluss, und hier sind nämlich noch zwei Missionen. Von daher würde ich einfach mal vorschlagen, wir sind so krass und gehen doch gleich einfach mal zum Thronsaal dann. Ja, okay, hier können wir keine Transportmittel benutzen. Ist nicht weiter wild, ist nicht schlimm. Nicht schlimm. Und dann würde ich sagen, wenn es hier keine Möglichkeiten gibt. Warte mal, können wir da auch... Wie lautet der Bestimmungsort? Nein, okay, das können wir nicht. Genießen Sie Ihren Aufenthalt. Aber wir können auch unsere persönliche Fähre zum Elysium nehmen. Da können wir unsere Belohnung noch abholen. Wir rufen einfach mal ganz kurz hier unser Feldpostfach-Druide. Richtig? Feldpostfach-Druide, ja. So. Einsetzen, Dario Tool, unser Dank. Jawohl, eine Tresorkiste. Können wir gleich benutzen. Ist auch nicht so dolle. Ich habe gelesen, mit Level 38, Level 34 und Level 38 können wir uns neues Gear beschaffen. Wobei ich mir dann jetzt gedacht habe, okay, wenn wir jetzt Level 34 sind, wieso nicht eigentlich dann gleich equippen? Also komplett fresh, alles neu dann machen. Sind wir dann auch gleich nochmal neu gewappnet dann für den eventuell nächsten anstehenden Planeten. Ich weiß nicht, ob wir jetzt bei Abgabe oder bei Erledigen dieser nächsten Quest schon mit Level 34 dann befinden. Ich denke es mal. Ich meine, wir werden garantiert noch auf dem Weg noch ein paar Leute abschnetzeln. Und meistens bringen die Quests ja so oder so ein paar mehr XP. Von daher, lasst uns einfach mal schauen, wie weit wir jetzt kommen. So, und außerdem gerade ganz früh, die Frische, das ist wieder eine richtig frische Folge nur für euch. Es ist Samstag, es ist kurz nach 8, der Kerfer ist schon zur Hälfte ausgetrunken. Wobei ich mir jetzt gerade denke, warum sind wir so blöd und laufen einfach komplett über die Brücke, obwohl wir den kürzesten Weg einfach hier durchnehmen könnten. Und so einfach Zeit sparen, also, nee, das ist wieder so typische Logik hier. Wann schalten wir das frei? Wann? Sagt es mir, oh, fuck. Wahrscheinlich gleich, wenn wir hier durchlaufen. Haha. Haha, ha. Oh mein Gott, Parkour ist real. Schaut mal, hier hat jemand den anderen schon gekillt. Gehen wir jetzt hier einfach nur schräg rein. Und machen einen auf den hier. Bam! Und schon sind wir im Schloss drin. So einfach ist das. So, aktuell 11 Leute auf Alderaan. Also für diejenigen, die es immer so interessiert. So, die Server sind ja gar nicht mehr so voll. Spielt das überhaupt noch jemand? Ja, es spielen natürlich noch viele Leute. Oh, ein Wissensobjekt. Das will ich mit einsammeln. Ja, es spielen tatsächlich noch Leute SWTOR. Und ja, natürlich, je weiter man fortschreitet,
Um desto weniger wahrscheinlich ist es vielleicht dort mehr Spieler anzutreffen. Aber da ist natürlich auch so dieser klassische Unterschied zwischen, wie viele Leute sind schon im Endgame, wie viele Leute haben schon den legendären Status, wie viele Leute möchten den legendären Status behalten und möchten den nochmal neu anfangen. Also neuen Charakter, um dort dann den legendären Status zu präsentieren. Ja, Fragen über Fragen, Leute, und wir haben hier ein riesen Thronsaal. Ja. Ich bin gespannt, was jetzt passieren wird. Ich meine, ich blende es mal kurz aus. Er ist wirklich riesig, der Thronsaal. Zerstört, aber er ist da. Oder? Was meint ihr? Schon klasse. Okay. Genug geschwärmt. Werden garantiert eine Anzahl vielleicht von Jedis haben, die sich uns in den Weg stellen. Boris Ulgo. Da haben wir es. Genau wie ich es vorhergesagt habe. Ein Werkzeug des Sith-Imperiums. Ganz wie die Bestien im Haus Tull, entsandt, um den rechtmäßigen Besitzern den Thron von Alderaan zu entreißen. Das ist doch nicht etwa Angst, die ich da rieche. Die Rechtschaffenen haben von blutdurstigen Dieben wie euch nichts zu befürchten. Ich war als Einziger stark genug, um zu tun, was nötig war. Die Bewohner dieser Welt verdienen einen Anführer, der sie verteidigt. Ich werde diesen Thron nicht für euch aufgeben und auch nicht für irgendwen sonst. Nur bei mir ist er sicher. Nur ich kann Alderaan schützen. Das Ende ist schon lange überfällig. Ich denke, ich habe euer Eindringen lange genug erduldet. Okay. Greift an, Männer! Verteidigt euren König! Verteidigt Alderaan! Okay, dann wissen wir schon mal, was unsere erste Mission ist. Immer wieder schön. Ja. Ja, wir müssen zu den Teilen hin. Ja. Ist ja kein Problem. Really? Warum? So, vor allem das können wir eigentlich voll aus der sicheren Entfernung aktivieren. Also hier, zack, seht ihr? Du musst dies, was? Um dies zu zerstören, benötigst du schwere Bewaffnung. What? Was meinen die, ich benötige eine schwere... Ah, ich verstehe. Okay, automatisch werde ich dann hier natürlich auch gleich getriggert. So, wahrscheinlich reicht diese Ladung genau nur einmal aus. Man kennt ja dann mittlerweile so ein bisschen die Systematiken hinter all dem. Oh, ernsthaft? Das war ziemlich knapp. So, eins, zwei, drei und vier. Na. Kein Loot, kein Loot. Sehr schön. So. Okay, ich bin mir nicht sicher, ob wir das jetzt noch brauchen oder nicht. Ich greife ihn rein prophylaktisch einfach nur einmal an.
Ja, vielleicht sammeln wir da noch einen auf. So, oh, wartet mal. Zack. Ach nee, das war nur Zirnen. So, jetzt aber. So, dann hoffe ich mal. Ach, ernsthaft? Ernsthaft? Ah, das ist so. Wisst ihr, man kann so stealthy manchmal vorgehen, wie man möchte. Aber dennoch tritt es einen immer wieder. Und das finde ich leider immer so ein bisschen. Ich will jetzt nicht sagen. Also, wie gesagt, das ist. Na, ich will mal jetzt nicht sagen. Na doch, okay, das ist Jammern auf höchstem Niveau, was ich jetzt hier mache. Vielleicht bin ich nur so ein bisschen verwöhnt von den ganzen Single R, hier dieses RPG, ne, also dieses Action Adventure Roleplaying Game, beziehungsweise Action Roleplaying Game, RPG, ja doch, war richtig, RPG, oh mein Gott. Und du benötigst zum Zerstören eine schwere Bewaffnung, ja, von mir aus doch. Nein, gehen wir einfach einmal außen rum, weil auf der linken Seite wird definitiv wieder so ein Teil sein. Oder? Yep, sag ich doch. So, dann gehen wir einfach einmal hier hin. Ich will das einfach mal ganz frech. Alles okay? So, ja, und vielleicht bin ich da so ein bisschen verwöhnt, weil wenn man da einfach so reinsneakt, ne, dann. Und einfach die Leute killt. Oder dass irgendjemand was vielleicht mitbekommt oder auch generell so. Und dann halt wegen irgendeiner Sache. Also, wenn da überhaupt nichts ist, dass dann auf einmal wieder nur so Leute spawnen, ne? Ich meine, klar, das. Ja, ist halt so, ne? Ist halt ein MMORPG, damit muss man halt leben, ne? Sonst würden wir es ja wahrscheinlich auch nicht die ganze Zeit spielen. Aber ich muss sagen, ich bin halt, wie gesagt, echt in diesen Genuss gekommen vom. Ach, so von wegen endlich fertig und super, man ist durchgekommen, ohne irgendwie einen Alarm auszulösen oder. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Ich denke mal, ihr wisst ganz genau, was ich meine. Das ist der gute Salty einfach nur bequem geworden. Zwei Angriffe und fertig ist er. So, das war's. So, dann mache ich jetzt erstmal die hier weg. Wenn ich das jetzt hier so oder so angreife, naja, ist egal. Fuck, ich habe mich zweimal jetzt gerade verklickt. Ja, natürlich, jetzt könnte man sagen, ja, ist doch deine eigene Schuld, wenn du alles nicht mit dem, wenn du alles nicht mit den Tastenkombinationen machst. Also sozusagen mit den Shortcuts auf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, natürlich, ich weiß, das ist meine eigene gute Schuld, verstehe ich auch, kann ich auch nachvollziehen. Aber ich habe damit überhaupt kein Problem. Ha, stirb. Es ist noch nicht vorbei. Ich bin noch nicht tot. Ich lasse euch nicht gewinnen.
Der Schatten des Imperiums wird nicht überall dran kommen. So endet die Herrschaft von Boris Ulgo. Für Alderaan! So. Easy peasy lemon squeezy, sag ich jetzt mal so. Captain der Königinnenwache. Okay, was wollen die jetzt? Das Gebiet ist gesichert. Das Schwierigste haben wir anscheinend hinter uns. Das ist er, oder? Boris Ulgo wurde endlich besiegt. Die Herrschaft des Thronräubers ist endlich vorüber. Lord Orin, die Mission war ein Erfolg. Boris Ulgo ist tot. Tot? Das hat dieser Verräter wohl auch verdient. Lord Victus, unser Haus verdankt euch und dem Haus Thule eine Menge. Ihr seid zu liebenswürdig, eure Lordschaft. Es war uns eine Freude, diesen verräterischen Abschaum für das Volk von Alderaan zu zermalmen, oder? Ein wenig Gewalt heitert mich immer auf. Ah, ja. Nun, gut. Ihr habt Boris Ulgo vom Thron gestürzt und die Hingabe des Hauses Thule an die Zukunft Alderaans bewiesen. Seid euch meiner Unterstützung gewiss. Wird euer Einfluss ausreichen, um ihre geleiteten Brüder und Cousins zu überzeugen, die sich dem Haus Organa angeschlossen haben? Ich werde mein Bestes tun, aber die Organas werden nicht gerne verlieren. Ich fürchte, dass dieser Konflikt noch nicht vorbei ist. Das jetzt hier. Beim nächsten Mal werde ich nicht dabei sein. Es wäre eine Schande, wenn ihr weitere Möglichkeiten zu dienen ausschlagen würdet. Das solltet ihr bedenken. Eure Arbeit ist getan. Nun könnt ihr euch wieder um eure Angelegenheiten kümmern. Das Haus Panther wird niemals vergessen, was ihr für uns getan habt. Vielen Dank. Na, sehr schön. So, was haben wir denn hier Schönes? Ha, wir haben doch jetzt hier schon eine Kopfbedeckung, die besser ist als die, die wir jetzt gerade aktuell haben. Uiuiui. Tja, Leute, dann ist es halt so. Kann ich jetzt nicht ändern, aber das können wir definitiv später noch ändern. Das ist zum Beispiel auch Beherrschung besser, Ausdauer besser, ja, Angriffskraft ist ein bisschen weniger. Aber so, jetzt müssten wir nämlich hier hoch und da bin ich mir jetzt ziemlich sicher, dass wir jetzt einfach einmal zum Außenposten gehen oder Panther zu. Wo war das jetzt? Hier, oder? Das andere ist nämlich hier. Ich denke mal, das ist sowas von eine Schnuppe gerade, wo wir hingehen, weil. Genau, weil hier ist nämlich dieser freie Platz, wisst ihr? Hier ist dieser freie Platz und wir müssen mich jetzt dorthin. So, das heißt, wir reisen einmal zum Außenposten Gerend. Dort hoffe ich, dass wir dort ganz schnell diese Fähre finden, dass wir dort dann nach oben fahren oder fliegen, je nachdem. Also, sofern es natürlich möglich ist. Nicht, dass wir da jetzt extra nochmal hinlatschen müssen. Bitte wählen Sie eine verfügbare Reiseroute. Ja, das habe ich mir schon befürchtet. Wir müssen nämlich da irgendwie hoch. Es muss oder runter, ich weiß es ja nicht das genau. Das Elysium wurde nicht verschüttet. Seht noch einmal nach. Aber ich habe doch alles schon zweimal abgesucht. Und wäre einmal fast von Ulgo-Soldaten erwischt worden. Das Haus Thule hatte nur das Imperium. Jetzt bin ich gespannt, weil da hinten ist nämlich ein Weg und ich glaube, wir müssen einmal komplett darüber. Ich glaube, das passt. Wenn jetzt nämlich gleich das Land hier freigeschaltet wird. Hä? Seht ihr? Das haut mich hin. Es
geht gar nicht anders. Wir müssen sogar hier lang. Und am besten verlaufe ich mich dann wieder. Mal schauen. Vielleicht muss ich sogar cutten. Ich weiß es nicht. Ihr wisst ja, ich bin so ein bisschen die Antipathie vom Cutten. In manchen Fällen mag es vielleicht ganz gut sein. So, na. Seht ihr? Was sage ich? Und wie gesagt, wir können jetzt einmal natürlich in die Hallen des Elysiums gehen und schalten das Kraftfeld der Toolschatzkammer aus. Also wir haben ja jetzt hier noch irgendwie unseren eigenen, ich sag jetzt mal, Bedarf, den wir uns abholen können. Bin jetzt nur gespannt, wie das jetzt hier ablaufen wird. Das Elysium. Ich denke mal, wir müssen beides so machen. Also beides gibt es doch wahrscheinlich. Okay. So, die Toolschatzkammer gehört uns. So. War klar, dass wir jetzt hier ein paar Widerstände zu erwarten haben. Diese Widerstände, die möchte ich gar nicht fighten, da möchte ich einfach nur... Upsala. Und rüber einmal. Einfach nur in den Vorbeischleichen, alles abgraben, absnacken, was geht, und dann einfach wieder zurück. Deswegen meinte ich vielleicht, das schaffen wir das in der nächsten Folge, den Planeten abzuschließen. Und bis dato, muss ich sagen, sieht es gar nicht schlecht aus. So, es gibt nämlich einmal hier hinten dann wahrscheinlich was und hier was weniger gut bewacht ist. Deswegen ich... So, öffne die Tool-Schatzkammer. Machen wir gerne. So, was gibt es denn? 207 Credits und 41 dunkle Seitepunkte. Okay. Ja, gut. Ordentlich. Ich hätte sich mit mehr Credits gedacht, so als Schatzkammer. Ich meine, so viele Credits, die finde ich normalerweise auch irgendwo bei einem toten Jedi hier. Los geht's. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Bonus besiege die Organa-Streitkräfte. Heißt es... Oh, muss ich jetzt wirklich... Ach, wisst ihr was? Ja, wobei, wenn wir... Nee, ach, schaffen wir eh nicht mehr mit den ganzen XP hier. Also von daher, den müssen wir jetzt auch nochmal dort kloppen und dann... So, zack. Dich bang ich da an die Wand ran. Oh, noch einmal stecken. Haha. Und wir haben tatsächlich
1 von 15, nicht 1 von 5, wie ich gelesen hatte, sondern 1 von 15. Ich weiß nicht, wie heftig die EP-Belohnung hier aussieht. Ich meine, wir haben noch ein bisschen Zeit, von daher können wir in 5 Minuten ruhig noch die anderen 14 Leute abklatschen. Also von daher... Da hinten ist aber noch ein Goldi. Ach, komm, nehmen wir den Goldi mal mit. Den nehmen wir ruhig mit. Geht ja relativ fix. Ich bin danach einfach richtig krass. Kurz bevor er nämlich stirbt, schicken wir ihn in die ewigen Jagdgründe runter. So, passt auf, passt auf, passt auf. Und jetzt. Ach scheiße, ich habe die falsche Taste gedrückt. Oh, wenn wäre, glaube ich, eh nicht weit gefallen. Verdammte Axt, nein. Da hat man einmal einen guten Plan, so eine richtig geile Idee, wie man jetzt irgendwie so einen Jedi einfach mal umbringen kann, indem man ihn von der Klippe killt, einfach indem man ihn runterkickt. So ein richtiger Spartiatentritt. So, da kann es ruhig auch einmal kurz... So, wisst ihr, was lustig ist? Ich habe den gerade gekillt, den Roboter, und ich habe mal kurz auf die EP-Anzeige unten geguckt. Also die wurde nicht gerade dicker, ne? Okay, da hat man ein bisschen gesehen. Ja, also wirklich ein minimales Stück. Das war ungefähr jetzt gerade hier. So, wo der Mauszeiger hier ungefähr ist. Und dann einmal so, pop, eins, einfach nur ein kleines bisschen so. Nicht viel. Das war wirklich nicht viel. Das war einfach nur so ein ganz kleines Mini-Mü. Ja. Und wie gesagt, wenn ich dann so mal überlege, ich spiele gerade, wie gesagt, ja dieses Grim Dawn, was mega cool ist als Spiel, ja. Und wenn ich dann aber so mal überlege, wenn ich manchmal so in Gegnerhorden drinne bin, also so in richtigen Massen, also ich spiele das, glaube ich, auf normal. Erstmal auf normal natürlich muss man, ich finde, man muss sich an solche Spiele erstmal immer anders ranwagen, nicht, dass die dann zu krass sind. Weil man erstmal, ich finde, man muss sich erstmal so mit den Mechaniken, mit dem Skilltree so ein bisschen immer auseinandersetzen, wie das alles so zusammenhängt. Ja, bis man halt wirklich richtig fett auf die Kacke hauen kann. Das war ziemlich knapp. So, zack, schnell einfach hier das. Aktivieren. Achso, Quatsch. Wir können ja jetzt zu unserem Schiff. Das heißt, aus dem Posten Talran, aus dem Posten Beyond, Tool, Kantina, Haustool, Raumhafen. Haha, da war das. Da war der Raumhafen. Dann sage ich euch, wir sind jetzt mit Alderaan fertig. Das war's. Meine lieben Freunde, mit Alderaan. Nur zu schade, dass wir jetzt... Na, wobei, finde ich eigentlich gar nicht schade. Denn, dann könnte man jetzt wenigstens sagen, ich reise jetzt anstelle zum nächsten Planeten und aktiviere zum Beispiel schon das Holo-Terminal meines Schiffes. Sondern dann sage ich einfach, so krass wie ich bin, ich fliege einfach schon mal zum Außenposten. Ach, zum Außenposten sage ich schon. Jetzt wollte ich gerade zur republikanischen Flotte sagen. Nein, nicht zur republikanischen Flotte, sondern zur imperialen Flotte. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wo ich hin muss. Sith-Krieger, Sith-Inquisitor, da lang. Und, ja. Und dann reise ich am besten gleich zur imperialen Flotte und dann geht's einfach los. Da kann ich mir nämlich schon Level 34er Gear holen und dann sind wir für die nächsten... ein paar Level schon mal gut ausgestattet. Ne? Ich glaube, das macht ganz gut Sinn. Eigentlich wollte ich gerade noch meinen ganzen Crap, den ich dabei hatte, eigentlich verkaufen. Ich meine, ich könnte jetzt eigentlich sagen, kurz mal Schrott verkaufen. Ja, will ich. Wie ihr meint. Na, seht ihr? Schon mal ein bisschen alle Tierlehrer. So, zack, zack. Hier ist nämlich sogar noch eine Rüstung. Die, Rüstung. Na doch, eigentlich ist das ja eine Rüstung. Das ist ja ein Kopfschutz, ne? Und den können wir ja eigentlich ganz gut dafür benutzen dann.
Eigentlich schon echt ein geiles Schiff. Der Sith Fury Class Fighter. Davon habe ich die Lego-Version. Kleiner Funfact nebenbei mal. Also Leute, wir stehen kurz vor unseren 2100 Abonnenten. Es steht gerade bei 2097. Yippie-yay, sage ich dazu nur. Es geht voran und ich gehe jetzt auch gleich mal nach vorne. Denn, wie ich ja schon sagte, unsere nächste Anlaufstation wird die Imperiale Flotte sein. 420 bereisen, jawohl, das geht einmal klar. So, da gehen wir mal kurz hier so rein, zack. Hallo? Okay, jetzt gab es gerade ein schwarzes Bild, merkwürdig. Gut, alles klar, wissen wir Bescheid, Verarsche. Aber gut, jetzt sind wir hier angekommen. Das heißt, im nächsten Part wird es einmal kurz ein kleines Shopping-Erlebnis geben. Das heißt, ich werde euch kurz zeigen, was ihr vielleicht für den Sith-Attentäter, generell Inquisitor, kaufen könnt, dürft, möchtet, sollt, worauf ihr achten könnt. Wie gesagt, das ist auch nur kleines Basic-Wissen, was ich habe. Also kein ausführliches, ja, kein PvP und so ein Scheiß. Das ist rein eigentlich nur so. Einfach nur gutes Equipment sozusagen holen, falls ihr das noch nicht macht und einfach nur von Loot von den Gegnern abstaubt und oh, ja, ich habe ein bisschen besseres, oh, es gibt mir plus 2 und plus 1, oh, ich muss jetzt Angriffskraft und kritischen Trefferwert einstecken oder sowas. Nein, da können wir schon ein bisschen was machen. Und ja, wird dann im nächsten Video angezeigt oder werdet ihr dann sehen, deswegen an der Stelle vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Freunde der Nacht, der dunklen Seite, beziehungsweise jetzt des Tages. Ja, mal schauen, wenn ich die Folge heute uploade. Morgen gibt es dann die helle Seite als Stream. Irgendwann. Also so auf den Abend, späten Abend. Vielleicht irgendwie Vormittag. Ach, ich weiß nicht. Werden wir dann sehen, wie ich das dann alles schaffe. Jedenfalls war für morgen dann ein Stream geplant von der hellen Seite. Und ja, lasst euch überraschen, wie es erscheinen wird. Von daher, ja, vielen Dank fürs Zuschauen wieder von der dunklen Seite. Hinterlasst natürlich ein paar Kommentare. Ach ja, und natürlich nicht zu vergessen, oh Gott, wo war das denn? Habe ich... Das ist jetzt natürlich doof. Haha, jetzt habe ich's. Haha, da ist es. Den Daumen, der Daumen. Der Daumen nicht vergessen, der Daumen. Ich wollte ihn eigentlich zum Anfang machen, ich habe ihn wieder vergessen. Ja, deswegen, vielen Dank fürs Zuschauen von... Star Wars, The Old Republic. Und dann bis zur nächsten Folge. Haut rein. Tschüss.